Hello! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf dem Rosenmontagsumzug in Mainz. Pferde auf Fastnachtsumzügen sind gerade nach dem aktuellen Unfall in Köln wieder ein heiß diskutiertes Thema. Ich treffe hier heute Juliane und Janina. Beide reiten in verschiedenen Garden den Rosenmontagsumzug mit. Ja, hallo, ich bin die Janina Diehl und das ist mein Pferd Lucky und wir nehmen am Rosenmontagszug heute teil. Das ist der Nör. Und der Nör wird heute seinen ersten Rosenmontagsumzug bestreiten. Den Nör zu Hause darauf vorzubereiten ist ein bisschen schwierig, weil den Nör zu Hause überhaupt nichts interessiert. Den schockt nichts etwas. Der ist quasi bombensicher. Hier in einer fremden Umgebung, das ist natürlich nur was anderes, aber wir haben schon ein bisschen Fahnentraining gemacht. Und ich habe ihm im Weichen Ball abgeworfen, aber das fand er alles ziemlich langweilig. Doch langweilig wird es bei dem Rosenmontagsumzug in Mainz sicher nicht. 11.11 Uhr, der Zug startet und als 9. Zugnummer sind Nör und Juliane ganz vorne mit dabei. Jetzt kann Nör zeigen, wie nervenstark er tatsächlich ist. Etwas nervös kaut der Isländer dann aber doch, als er durch die Helau rufende Menge geht. Für Nör ist das Zugtempo nicht schnell genug. Bei der Hälfte der Zugstrecke wird Nör aber deutlich entspannter. Die Anspannung schüttelt er einfach ab. So können Nör und Juliane dann ganz locker den Rosenmontagszug beenden. Also ich kann nicht verleugnen, dass es anstrengend war für uns beide. Aber ich finde, er hat es gut gemacht. Also dafür, dass er das erste Mal dabei war, fand ich, war er relativ entspannt. Er ist auch nicht geschwitzt, er ist trocken. Und ich würde jetzt sagen, er ist nervlich nicht total durch. Wie gesagt, das Tempo hat ihn unglaublich genervt. Das müssen wir noch ein bisschen üben. 3 Stunden später starten Janina und Lucky beim Rosenmontagsumzug. Also für mich ist es eigentlich in Ordnung, dass die Pferde hier mitmachen. Ich kenne die Pferde, teilweise schon seit Fohlenalter. Ich kenne Straßenverkehr, wir kennen Lärm. Wir üben ja auch regelmäßig mit ihnen. Wir kommen uns von unserer Musik zu kommen, gerne mal ein paar Musiker vorbeitrommeln und posaunen uns mal was vor. Also die Tiere sind wirklich vieles gewöhnt und auch dann entspannt. So ganz entspannt wirkt Lucky dann aber doch nicht, als die Füsiliergarde die Kaiserstraße entlang reitet. Deutlich mehr Menschen stehen nun dicht gedrängt. Die Pferde der ganzen Gruppe sind sichtlich nervös und Lucky fällt es schwer, die Ruhe zu bewahren. Auch die feiernden Menschen, die durch die Pferde gehen oder sie anfassen, tragen dazu bei. Doch Janina bleibt ganz ruhig und schafft es, Lucky unter Kontrolle zu behalten. Eine besondere Herausforderung sind die Straßen der Altstadt. Das Kopfsteinpflaster wird zur Rutschbahn unter den beschlagenen Pferdehufen. Je später es wird, desto voller sind nicht nur die Straßen, sondern auch die Köpfe der Menschen. Wo vorher nur vereinzelt Leute standen, ist nun kaum noch Platz. Die Pferde werden beim Zugende immer unruhiger. Der Zug ist geschafft. Jetzt wollen sie nur noch nach Hause und das möglichst schnell. Nur ein sehr geübter Reiter kann so ein Pferd jetzt noch unter Kontrolle behalten. Janina zieht ein positives Fazit vom Umzug. Ich bin erstmal jetzt ganz froh, dass wir das alles super gemeistert haben, dass er gut mitgemacht hat. Gell, Schatzilein? War ja wieder ein bisschen aufregend. Wir hatten heute den Kommandowagen hinter uns, der öfter mal seine Konfettikanone abgeknallt hat. Das werden wir den dementsprechenden Leuten mal sagen, dass das vielleicht nicht so praktisch ist, das hinter den Pferden zu machen. Aber sie haben das alle ganz gut akzeptiert, sind halt nur kurz gezuckt. Und ja, die Leute, ja, sie können ein bisschen mehr Platz uns lassen beim Durchreiten, aber Gott sei Dank machen das die Pferde gut mit und ja. Auch wenn der jüngste Kutschenunfall die beiden Reiterinnen sehr betroffen gemacht hat, möchten Janina und Juliane im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder beim Umzug mitreiten.